Jetzt kommt, glaube ich, diese seltsame Musik, ne? Top Genesung! Unsere Taten machen mir ein richtig schlechtes Gewissen. Das Experiment ging wirklich zu weit. Ich weiß nicht, ob ich die Pläne von Meister Cyrus noch vertreten kann. Okay. Zu übel, um noch ein Wort zu sagen. Aber was wir geschaffen haben, wohin soll das alles führen? Ist mir scheißegal, ihr quillt die Pokémon. Zepf ist hier eingesperrt, die Augen sind zugekniffen, es hat Schmerzen. Unser Plan läuft perfekt. Du bist nur hierher gekommen, um ein paar Pokémon zu retten? Ich verstehe unseren Boss nicht. Ich habe ihn noch nie verstanden. Warum lässt er ein Kind wie dich unbehelligt kommen und gehen? Wir, Team Galactic, nehmen uns, was wir brauchen und zerstören den Rest. Egal. Du hast es so gewollt. Ich werde dich willkommen heißen. Als kleine Rache wegen deiner Beleidigung am See. Ja, ich hab's doch gewusst. Dreckiger Team Galactic-Mitglied. Jetzt auch 5 Pokémon. Da, und du hast meinen Angriff vermindert. Wieso? Ich weiß es nicht. Doch eins weiß ich sicherlich. Ich werde dich besiegen. Du wirst hier raus. Nein! Warum kannst du Feuerzahn? Don't kill me. Danke. Du kleine Hure, ich werde dich zerkämpfen. So, wir haben eine Stunde jetzt gebraucht, etwa, also ein bisschen mehr als eine Stunde, um das Team Galactic-Gebäude auseinanderzunehmen. Ich finde, das ist ein guter Schnitt eigentlich, ne? Ja, ich finde, das ist ein echt guter Schnitt. Arcani. Warum nicht? Bam, bam, bam. Level 68 oder 70. Das erhoffe ich mir. Danke. Warum auch immer. Noch so ein Köter. Zertrimerea. Ah, Flammenblitz. Also du greifst mich mit einer Feuerattacke an. Und machst sie, glaube ich, auch... Machst mir ein bisschen Schaden. Was? Wie viel Schaden machst du mir denn? Ach, egal. Nahkampf. Scheiß auf die Gefühle, der Pokémon. Tod ist tot. Mach einen Volltreffer und du tötest dich selber noch mit. Das wäre cool. Das wäre echt cool von dir. Natürlich. Und jetzt kommt der... Es kommt kein Beleber. Wieso kommt kein Beleber? Das war echt jetzt anders geplant. Nun denn. Wollen wir mal gucken, ob Cornel überlebt. Wie geil ist das denn? Er überlebt ja tatsächlich. Alter. Ich muss Cornel unbedingt trainieren. Ich muss ihn unbedingt trainieren. Frag nicht wieso, ich muss ihn trainieren. Schaut euch das an, das Drecks... Also, sorry, Ausdrucksort, aber das Drecksteil hat überlebt. Gegen eine sehr effektive Attacke, die vor einem Pokémon kommt, das 20 Level über dem ist. Tensu ist auch so ein Pokémon, das habe ich nie gemocht irgendwie, ne? Aber es konnte Flammenwurf. Warum kann das Ding Flammenwurf?
Egal, wir haben einen Kampf auf Augenhöhe. Ich glaube, ich bin paralysiert, ne? Da kommt unser Top-Geneser ja genau am richtigen Zeitpunkt. Einmal so und... Ja, ich hab's doch gewusst, du kleine Hure. Ich hab's gewusst. Leugnen ist zwecklos. Absol. Absol ist Koll. Cool. Koll cool. Ja, er hat den Zwinger natürlich. Ah, scheiß auf den Zwinger. Oh oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir sind ja paralysiert. Wir sind ja paralysiert. Ja klar sind wir paralysiert, das macht natürlich ein bisschen was aus. Mann! KP, AP, Erholung. Noch 19 Hypertränke, das ist natürlich sehr praktisch. So, kleines Absol. Windows 6 zu aktivieren. Die Aktivierungszeitraum ist abgelaufen. Klicken Sie hier, um die Meldung, um Ihre Aktivierung zu starten. Nö. Nope. Drücke da sicherlich nicht drauf. Dreckiger Homo, ne? Nur ein dreckiges Homo-Teil. Das Ding hält ja mehr aus, als es eigentlich zugeben sollte. Nicht, dass Absol uns jetzt am Ende Probleme macht, ehrlich. Das wäre ja ziemlich peinlich am Ende noch, dass wir durch Absol sterben. So, wie viel Schaden machst du das? Wir forschen erstmal. Wie viel Schaden macht das einmal mit Psychoklinge, damit wir unsere perfekte Kampfstrategie haben? Und dann machen wir so Flower Power. Flower Power, natürlich. Genau, deine Psychoklinge ist das, was ich wollte. Zieht sie mir mehr als die Hälfte ab, oder wie? Sag mal, hast du irgendwas mit deinen Volltreffern? Also niemand, absolut keine Sau der Welt kann drei Volltreffer hintereinander landen. Beziehungsweise dann, wenn er sie braucht. Mein Gott, ey. Echt, das war doch jetzt das dritte Mal, ne? Und Steinkante kann es natürlich auch. Absol macht echt noch ein Volltreffer. Was hast du? Du triffst immer einen Volltreffer oder irgendwie Statik oder so, keine Ahnung. Wenn er so weiterkämpft, überlebe ich das auch nicht mehr, ne? So, jetzt mal... Was setze ich eigentlich Hypertränke? Er setzt doch eh wieder einen Volltreffer. Was ich in 100 Jahren nicht so oft hintereinander kriege, kriegt er 1000 Mal oder wie. So, jetzt zeig mir, was deine Psychoklinge ohne Volltreffer kann. Viel zu viel. Aber ich bin schnell genug, okay. Heißt, wir können ein bisschen Schaden machen. Und hoffentlich genug Schaden. Ja! Scheiß Absol, ey. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist schneller als ich. Aber ja, es liegt daran halt, dass es vorhin... Ah, ich war ja vorhin... Ah, ich war paralysiert, ja klar. Hundemorn. Okay. The last Nahkampf on your fight! Wir sehen die Anzeige runtergehen. 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 Nahkampf ist übermächtig, ey. Aber richtig übermächtig. So, Saturn ist besiegt. Ey, du Starkkind. Trotzdem bedauere ich Menschen wie dich. Und selbst du gibst mir mehr Geld. Wieso bist du so stark? Na gut, mach doch mit diesen drei Pokémon, was du willst. Drücke den Knopf auf der Maschine, um sie zu befreien. Saturn und selbst Cyrus scheitern an einem Kind. Die Situation bei Team Galactic ist überaus besorgniserregend. Auch Cyrus Plan da oben am Kraterberg scheint nicht ganz unproblematisch.
Und ob er überhaupt funktionieren wird, ist fraglich. Man sollte eine völlig andere Lösung in Betracht ziehen. Eine, die Sharon's Genie angemessen ist. Ja, ja, du mich auch. Knopf drücken und Pokémon befreien. Und weg sind sie. Unser Boss schuf eine rote Kette aus Kristallen, die er den drei Pokémon abnahm. Er benötigt diese rote Kette, um etwas an den Kraterberg zu ketten. Und es scheint, dass er sie auch braucht, um etwas zu erschaffen. Mehr weiß ich nicht. Mehr weiß schon, was er da oben eigentlich vorhat. Werden wir sehen, ne? Kann ich denn wenigstens aus diesem Horrorkabinett? Ich kann nicht mal das Menü öffnen. Ah, doch kann ich. Pokémon, kann ich hier weg wenigstens? Es ist natürlich hier nicht einsetzbar. Es ist natürlich super klar. Ab nach oben einmal! Und die Tür ist auf einmal offen, natürlich. So, der grüne Teleporter ist aktiviert. Wir sind wieder raus. Und wir wissen ja alle, wo wir das nächste Mal hingehen, ne? Der Kraterberg wartet. Definitiv. Guten Morgen, bla bla bla. Wir haben einen Pokémon, bla bla bla. Ja, macht das mal, bla bla bla. Und da möchte ich mal kurz gucken, was unsere Pokémon in der Box sagen eigentlich. Haben wir ein Flug-Pokémon, was mächtiger ist als Porenta? Jemandes PC. Pokémon bewegen, das ist immer das Beste, was du machen kannst. Blitzer haben wir, wir haben sehr viele Pokémon. Nur ein zweites Pikachu. Ja, sehr schön. Oh, was? Wie viele Pokémon haben wir denn schon gefangen? Ja, einen Mega haben wir auch schon gefangen. Oh mein... Wir haben sogar ein zweites Togepi. Okay. Da haben wir Plex, okay. Wir haben sogar ein Plaudakai. Natürlich, Box 1 hat nur... Ah, das ist unser Electric vom Anfang, ne? Und natürlich das Celebi Level 70. Welche Attacke kann das eigentlich nochmal? Bericht. Psycho und so und... Ach, auch keine großen Angriffswerte, ne? Sehr Bärenkräfte. Das kann ja gar nichts. Das kann ja gar nichts. Wir bleiben bei unserem Pokémon-Team. Bald ist ja Folge 60 angelangt. Und dann machen wir wieder eine große Pokémon-Fang-Folge. Das machen wir jetzt, glaube ich, jede 10 Folgen so. Aber dann machen wir auch nur eine halbe Stunde durch. Beziehungsweise, wenn wir jetzt am Kraterberg sind, machen wir den Kraterberg zuerst und dann machen wir die Pokémon-Fang-Folge. Mal wieder eine halbe Stunde Pokémon fangen und dann können wir hier weiter. Aber zuerst. Nee, komm, wir fliegen noch. Wir fliegen noch dahin. Fly, kleines Ding. Wir müssen ja hier an Kraterberg. Wo genau mussten wir nochmal an Kraterberg? Ich glaube, unten. Ja, genau, wir mussten von hier aus in den Kraterberg. Hoffe ich mal, das war so. Ich weiß es selber gerade nicht mehr genau. Wir düsen einfach mal hin. Na du? Schau mich an. Ich fahre mit meinem Fahrrad den ganzen Tag. So. Tiefblaues Wasser, das ist natürlich für Tool Talk wie gemacht. Und ein wildes Pokémon greift uns an. Es ist ein wildes... Morlord! Das schreit danach, gefangen zu werden, ne? Hoffen wir mal, dass es überlebt. Und hoffen wir mal, dass wir genug Pokébälle dabei haben. Wenn jedes Pokémon, was uns in den Weg kommt, können wir ruhig fangen, ne? Aber ich glaube... Finsteraura. Hoffen wir mal, dass es überlebt noch. Und dann können wir es fangen. Ansonsten haben wir Pech gehabt. TK, du hast natürlich wieder gedacht, du machst alles richtig, wenn du es einfach tötest. Weil du wolltest unbedingt ein Level-Up haben? Egoistisch, ey. Egoistisch. Ah, wir brauchen Kraxa, ne? Ah, wir haben doch, glaube ich, ein Pokémon schon Kraxa beigebracht, oder nicht?
klar, irgendeiner muss doch schon lernen, damit wir in den See kommen. Na okay, habe ich kein Problem mit. Pipi! Wir auch noch nicht. Es ist nur Level 33. Das ist wie gemacht dafür. Ich hoffe, er stirbt nicht. Ich hoffe, es stirbt jetzt nicht dadurch. Ja, schade. Aber war ja auch... Was verlange ich auch, ey? Das ist ja Level 33 nur gewesen. So, vorsichtig, dass ich ja nicht runtergehe. Ah, Konrad Kraxler, okay. Und dann gehen wir mal hier rein. Und ab hier beginnt ein ganz neues Gebiet. Was uns hier erwartet? In der nächsten Aufnahmesession geht es da weiter. Und bis dahin erstmal danke, Leute, fürs Reinschalten, ne? Bis dahin erstmal... Mazzalavista, baby!